Lieber David, in Mauerbach hat sich die Bundesregierung mit Experten zurückgezogen zur zweitägigen Regierungsklausur. Was erwartet uns heute? Hier in Mauerbach, da startet der Redefluss. In wenigen Minuten geht es hier los. Wir werden erste Wortspenden auch hören vom Bundeskanzler, von Leonore Gewessler, wie zu hören war vom Arbeitsminister, nämlich von Martin Kocher und natürlich auch von Vizekanzler Kogler. Es soll hier bereits zwei Einigungen gegeben haben. Wir haben in den letzten Tagen ja vor allem auch gestern davon berichtet. Die Umweltverträglichkeitsprüfung neu wird kommen. Es kommt zu einer Novellierung dieses Gesetzes und das soll dann zur Folge haben, dass vor allem Windschutz, Wasserkraft und all diese Dinge rascher vonstatten gehen können und nicht ewig in der Pipeline verweilen, weil die Verträglichkeitsprüfungen dementsprechend lange dauern. Zum Zweiten wird es hier auch in der Justiz einige Änderungen geben im Korruptionsstrafrecht. Der Amtsträgerbegriff, der soll ausgeweitet werden, nicht nur auf aktuelle Amtsträger, sondern auch auf potenzielle Amtsträger und auch der Mandatskauf, der soll strafbar sein, sprich, es soll nicht möglich sein, dass eine Partei oder ein Politiker irgendwem viel Geld auf den Tisch legt, um dann tatsächlich auch in so ein Amt zu kommen. Wir machen vielleicht einen Blick, weil wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, hier auch in den Pressesaal, in dieses Seminarhotel, sehen hier schon Journalisten natürlich aus aller Herren Ländern, auch aus Deutschland, einen Mann, Klaus Kirchleitner aus Bayern, den Sie natürlich immer wieder kennen. Vielleicht auch die Frage an Sie, wie beurteilt man denn die Situation aus Deutschland, die Energiekrise, die ist in Österreich, in ganz Europa ein Problem, wird doch hier ein großes Thema sein. Wie sehen Sie das sozusagen als Außenstehender, der immer wieder auch über Österreich und von Österreich berichtet? Na gut, wir sind natürlich auch von der Energiekrise betroffen, ja, in Bayern und in Deutschland. Und wir schauen natürlich, was machen die Nachbarn im Hinblick auf die Bewältigung dieser Krise, auch im Hinblick auf die Bewältigung der Inflation. Ja. Also uns interessiert natürlich schon, was die Tiroler Nachbarn insbesondere und die Salzburger machen. Ja. Das Verhältnis zwischen Bayern und Österreich ist ja sehr, sage ich mal so, angeschlagen, weil wir ja praktisch, der Ministerpräsident von Bayern, Markus Söder, ruft ja auf, in den Tiroler Hotels nicht mehr zu übernachten, weil wir das Problem mit dem Rückstau, mit der Blockabfertigung am Brenner Basistunnel nicht schaffen. Wir schaffen auch nicht ein faires Problem zwischen Freilassing und Salzburg, was die Überflüge anbelangt, die Flugzeuge. Wir haben die gesamte Belastung in Freilassing. Salzburg spotzt sich da ein bisschen ab, ja. Das ist natürlich nicht alles sonderlich fair, aber ich bin natürlich auch da. Am 29. Januar wird hier gewählt. In Niederösterreich ist die Landtagswahl eine ganz entscheidende Wahl für Österreich, muss man sagen. Und wir schauen natürlich, ob die Frau Mikl-Leitner, Johanna Mikl-Leitner, ob die auch Landeshauptfrau bleiben kann. Das wird natürlich auch ein wichtiges Thema. Sie haben im Vorfeld auch sich ein bisschen darüber beschwert. Gestern waren nur einige Journalisten hier geladen. Sie unter anderem und andere mussten draußen bleiben. Warum? Ja, das kenne ich eigentlich nicht so. Ich bin international unterwegs. Ich war beim G7-Treffen in Garmisch-Partenkirchen mit 3000 Reportern. Ja, da ging es rund um die Uhr, ging es da im Pressezentrum rund. Und gestern waren nur geladene Journalisten da. Das war für mich sehr sonderbar. Ja. Kann nicht angehen, muss sich auch die österreichische Presse da beklagen, muss man mal deutlich sagen. Es kann nicht angehen, dass man hier bei den Journalisten auswählt, angenehme und unangenehme. Und was ich noch loswerden wollte, bei der Wahl, bei der Landtagswahl, da dürfen Journalisten nicht mehr ins Wahllokal. Das kennen wir nicht in Bayern. Ja. In Bayern darf man ins Wahllokal rein als Journalist und darf man auch letztendlich die Kontrollfunktion der Presse ausüben, die dringend notwendig ist. Sie sehen ja, wie schlecht die Politik überall wird, auch in Deutschland. Ja. Herr Kirchleitner, dann vielen Dank. Wir sind natürlich gespannt, warten hier dann, was tatsächlich auch gesagt wird. Also auch durchaus Kritik, die gibt es nicht nur von Journalisten aus Deutschland, sondern hinsichtlich der Maßnahmen natürlich auch von den Oppositionsparteien. Von der SPÖ hat man im Vorfeld schon gesagt, es ist sich eigentlich nichts hier zu erwarten. Hafenecker von der FPÖ hat hier von reiner Showpolitik gesprochen, möchte überhaupt Neuwahlen haben. Auch die NEOS haben diese Regierungsklausur heftig kritisiert. Auch die Bundesjugendvertretung hat das gemacht. Sie hat gesagt, vor allem Kinderrechte würden zu wenig Einklang finden. Vor allem Kindergrundsicherung, Kinderarmut wäre ein ganz wesentlicher Bestandteil hier auch gewesen. Und auch seitens des österreichischen Gewerkschaftsbundes hat es Kritik gegeben von Wolfgang Katzian. Vor allem, der hat gemeint, man solle hier wirklich auf andere Dinge schauen als die Überstundenpauschale. Das war eine Forderung, die es vor allem gegeben hat von der industriellen Vereinigung, hier auch mit den Steuersätzen. Also man sieht viel Kritik von der Regierung, wird es aber dem
entsprechend viel Lob geben für die Maßnahmen. Und in rund 20 Minuten werden wir dann hören, was tatsächlich hier in Mauerbach vom gestrigen auf den heutigen Tag beschlossen wurde und was dann im neuen Parlament auch umgesetzt wird, sprich in Gesetzesform gegossen wird. Lieber David, wir werden in Kürze viele Statements zu hören bekommen. Allerdings hast du heute auch schon einiges zu hören bekommen. Denn nicht nur in Wien wird wegen des Klimaschutzes protestiert, sondern auch in Mauerbach. Was hast du denn bis heute erlebt? Denn soweit ich gehört habe, gestern waren Aktivistinnen und Aktivisten mit dabei, allerdings nicht der letzten Generation. Wer war das denn und wer ist heute vor Ort? Ja, gestern waren das Vertreter von Fridays for Future, die demonstriert haben. Heute waren es Vertreter von Greenpeace. Das Ziel oder das, was hier angeprangert wird, ist unisono eigentlich von allen Klimaaktivisten ein und dasselbe. Es wird auf ein Klimaschutzgesetz hingewiesen. Schlichtweg, es gibt ein Klimaschutzgesetz nicht und genau das und daran stoßen sich die Kritiker, dass ein Klimaschutzgesetz seit 741 Tagen, wie es Greenpeace heute auch auf einem Plakat verlautbaren hat lassen, dass so ein Klimaschutzgesetz seit so langer Zeit einfach nicht beschlossen wurde. Für viele ist es schon 11:55, es wird hier lautstark gefordert. Was wir nicht erlebt haben, war, dass der Superkleber ausgepackt wurde. Die Vega musste auch keine Auswärtsreise nach Niederösterreich hinlegen, um hier Aktivisten von der Fahrbahn zu bekommen. Aber es ist natürlich ein großes Thema. Wir haben das auch in der medialen Berichterstattung der letzten Tage gesehen, auch durch die Aktionen der Klimakleber, die es in Wien jetzt gibt, ist das natürlich ein Thema, über das sehr viel gesprochen wird. Hier bei der Regierungsklausur ist es vor allem die Umweltverträglichkeitsprüfung, ein Vorhaben, das schon sehr lange geplant war, wo man sich nicht einigen konnte, wo man das Ganze auch immer auf die lange Bank geschoben hat, wo man jetzt, wie es aussieht, eine Einigung auch erzielt hat. Und das soll dann zumindest die Möglichkeit schaffen, rascher bei Vorhaben wie Windkraft, Wasserkraft und dergleichen auch Vorhaben durchzuführen. Und auch bei erneuerbaren Energien möchte man hier einiges machen. Vielleicht noch ein Wort zum gestrigen Tag, der damit auch im Zusammenhang steht. Gestern war ja einer der drei Experten, ein Experte für Energiefragen, Michael Strugl, vormals Verbund. Der hat auch gemeint, man müsse sich ganz genau anschauen in der Energiefrage, wie es aussieht hinsichtlich der Gasspeicher im kommenden Winter, ob es hier nicht überhaupt eine übergeordnete Institution geben sollen, also oberhalb der OMV, die dann für die Bevorratung in den Gasspeichern tatsächlich auch federführend sein soll. Das wird natürlich eine wesentliche Frage sein, die es auch zu beantworten gilt. Und natürlich die Frage, wie man sich von russischem Gas und all diesen Dingen unabhängig machen kann, um hier auf möglichst viele neue Player zu setzen. Und das birgt natürlich gerade in einigen arabischen Staaten die Gefahr, dass man hier wieder mit Ländern zu tun hat, die die Menschenrechte nicht allzu hoch halten. Stichwort Abu Dhabi, das Emirat, Stichwort Saudi-Arabien, Stichwort Katar, da gäbe es jetzt eine Reihe. Und da ist natürlich auch immer die Frage, mit wem man dann schlussendlich zusammenarbeiten wird, weil mit Norwegen alleine oder mit Partnern der Europäischen Union wird man dieses Vorhaben im langen Winter auch nicht stemmen können. Und das wissen natürlich auch die Klimaaktivisten, die hier aber auf andere Umstände natürlich auch immer wieder Bezug nehmen, auch hier in Mauerbach vor den Toren dieses Seminarhotels.